Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, wir haben ja bis letztes Mal Kupferholz angeschlossen. Da sehe ich gerade, die Forschungspäckchen sind auch schon wieder aufgebraucht. Habe ich noch genügend einstecken? Bestimmt nicht. Immer Eisen bitte. Zahnräder holen. Kennt man ja mittlerweile nicht anders. Drei davon. Und da auch drei davon. Okay. Dann kann der wieder laufen. Dass ich da jetzt nämlich den nächsten Schwung kriege. Der auch rein. Der raus, der rein. Der auch rein. Ah, ich wollte eigentlich 250, ja. Haben wir gleich. Aber jetzt. Da sind wir. Passt. Rote habe ich jetzt keine mehr. Muss ich mal gucken, wie viel das wir noch drin haben. 133. Okay, da ist in einem fast mehr drin, als ich jetzt insgesamt mit den Grünen reinkriege. Ja, das heißt, wenn jetzt dann die Forschung Lasertechnik fertig werden sollte, müssen wir mal gucken, dann wird auf jeden Fall die roten Fläschchen erstmal weitergemacht. Okay, habe ja gesagt, in dieser Folge wollen wir auf jeden Fall Kohle ans Lager anschließen und auch einen Stein. Das Problem wird sein, Stein wird schneller verbraucht sein, als ich es abgebaut habe. Kopieren kann ich es ja. Aber ich will es noch nicht aufbauen, weil ich will nämlich den dann noch vorher abbauen. Und jetzt bitte einfügen. Nein, wir fügen nichts ein. Wir machen erstmal Lampen hin. Dann sehe ich vielleicht auch was. Was ich hier tue. Aber momentan ist es Raten. Bei euch ist es, glaube ich, noch ein bisschen dunkler. Okay. Besser. Dann hätte ich gesagt, das einfügen. Einen weg. Weg, jawohl. So, das heißt, meine roten Bänder sind weg, meine ganzen Öfen sind weg. Hurra, hurra. Ich kann gleich an den Zahnrädern und an den Platten vorbeilaufen. Ich sehe gerade, die Zahnräder werden nicht mehr lange halten. Auch Stahl nehme ich mal sicherheitshalber nochmal einen mit. Auch Kupfer nehme ich mit. Habe ich schon die Abbauer dort? Drei. Drei dafür. Davon brauche ich neun. Danke.
Nehme ich mit. So, da muss ich auf jeden Fall was reinschmeißen, weil da brauche ich welche. Da habe ich schon mal genügend fertig. Dann schmeiße ich die rein und die rein. Und die rein. So, 4 Stück habe ich noch. Schauen wir mal, wie weit das kommt. Der normale Erzförderer, Erzförderer 2, Erzförderer 3. Dann brauche ich dich, dann brauche ich da Zahnräder, Stahl und ich habe irgendwo 3,2 Millionen von den normalen Förderern. So, Forschung haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Dann machen wir jetzt Basic Reach, also das heißt die Reichweite erhöhen. Schlimmmäßig, ich brauche da schon wieder. Ja, ich muss es machen. Forschung darf nicht stehen bleiben. 1, 2, 3. Davon 3. Davon 3. Wahnsinn, wieder alles weg. 265. Ah, ich sehe gerade. Außer Reichweite. Alles weg. Haben wir schon. Schon da. Gut. Aber da haben wir jetzt dann 30 Stück einstecken. Bin gerade beim Überlegen. Ja, doch. Doch. Ich werde oben auf jeden Fall das Kupfer auch dran anschließen, weil es muss weg. Alles muss weg. Alles muss raus. Heute ist Sonderschlussverkauf. So, 125 Stück. Das heißt, ich brauche noch mehr Stahl. Und noch mehr Eisenzahnräder. Haben wir jetzt hier 500. Und dann die nächsten 250. Ja, und jetzt brauche ich schon 300. 300, 600, 900, 1200, 1500. Alleine das sind 1500 rote Päckchen. Ja, also das heißt, dann sind die ziemlich leer oder sind sogar leer. Ich brauche auf jeden Fall auch noch Kniggis. Und dann nehme ich jetzt erst einmal nur die da mit. So, 62 davon habe ich auch noch mal. Und die Eisenzahnräder. Und weiter geht's im Text. Schauen wir mal. Ah, ich weiß, was ich vergessen habe. Höfen. Aber alles andere hat gereicht. Sehr gut. Dann
ist die Reihe jetzt auch fast fertig. Dann brauchen wir jetzt nochmal die Öfen. Ich glaube, da muss ich nur Steine reinschmeißen, glaube ich, bei den Öfen. Dann lass mal dich laufen. Noch mehr laufen. Okay. Davon brauche ich auf jeden Fall ja auch wieder welche. Ja, die mache ich aber erst, wenn es soweit ist. Steine habe ich genügend einstecken, hoffe ich. Wenn nicht, kann ich mir noch welche abbauen. Oder aus dem Lager holen. So, dann heißt es auf jeden Fall aus der Abteilung, da brauche ich welche. Und aus der Abteilung brauche ich auch noch einen. Eisen und Stahl. Schauen wir mal, wie viele Öfen das wir haben. Kann ich hier nicht mittlerweile Roboports bauen? 22. Ich glaube nicht, dass das reichen wird. Muss gucken. Roboports. Wenn ich ein Robo wäre, wo würde ich mich verstecken? So, was haben wir hier? Logistikzone Expander. Logistics Zone Interface. Roboter Hangar. Versorgungsbereich 2x2. Das ist 30x30. Und das ist 50x50. Dieses Roboter Hedge Tor, das ist hier. Haben wir jetzt drei Stück. Dann Antenne Array. Das ist der hier. Gleich 6. Vielleicht brauche ich ja doppelt. Ich brauche sogar 5. Stahl holen. Den hat er abgeschlossen. Gleich den nächsten. So, 3. Das wird auf jeden Fall interessant. So, also da kommt auf jeden Fall der hin. Da kommt auf jeden Fall der hin. Roboter Charging Pad kommt dann dahin. Reichen mir da 3? Nein, da brauche ich 4 pro Stück. Von dem Hedge reichen wir es.
Okay, das heißt, ich habe jetzt hier die erste Stufe komplett. So, und dann heißt es jetzt auch für mich, ich muss den jetzt irgendwo da unten erstmal hinklatschen. Ich habe mir gesagt, hier. Ah, und ihr seht, ist genau in einem so ein Teil drin. Und du kommst dahin. Und dein Stromanschluss kommt noch. Die nächsten Stromteile kommen ja, glaube ich, erst mit. Da ist er, mit Blau. 250 Stück. Stromnetz 2. Schön. Wie viel von den roten Maschinen kann ich noch machen? Habe ich noch vier? Gut, dann switchen wir jetzt nämlich die darüber. Und dann kommt jetzt dann hier rein blau. Dahin. Für blau brauche ich Sulfur. Ja, und da brauche ich jetzt dann wieder. Ich komme schon beim anderen Zeug nicht hinterher. Ach Mann. Der war clever. Ich räume alle raus. Und 102. Das heißt 1020 Stück. Schöne Zahl. So, dann brauche ich ja aus der Abteilung hier. Die brauchen keine Roboports davon. Ne? Der schon, weil der hat dann irgendwann diese Kisten. Kann ich die sogar schon bauen? Robo-Chest. So, Basic Inventory Size 2. Mining Speed. Dann brauche ich jetzt aus dem da auf jeden Fall nochmal 10 Stück. Das ist egal. Da mache ich auch gleich 5. Da brauche ich einen. Dann mache ich 2. Nein, dann mache ich gleich 4. Da habe ich noch 2. Das ist in Ordnung. Da mache ich 5. Dann mache ich 3. Also habe ich keinen Stahl mehr. Das heißt, wir gehen Stahl holen. Eisen noch genügend. Und Zahnräder nehme ich mir auch gleich noch mit. Ups. Entschuldigung. Wollte ich eigentlich einsammeln.
Aber hör mal, kommt noch ein bisschen was rein. Da lege ich gar nichts ab. Okay, 2, 4, 6 Stück. Ne, 5 Stück brauche ich noch. 5 Stück von den Öfen. Ja, ich habe da schon guten Riecher gehabt. Aber ich glaube, meine ganzen Zahn. Ne, die 500 Zahn. Ah, ich habe das vorher abgerufen. Glaube ich, war clever. Stück haben wir jetzt noch. Das reicht auf jeden Fall. Da könnte ich sogar, wie gesagt, nochmal eine komplette Eisenlinie aufbauen. Das kann sogar passieren, aber das kommt dann auf die andere Seite. Wie gesagt, Bahnhof kommt es dann irgendwann hier hin. Ja, und du bist weg. Und dann tauschen wir die mal aus. Wow. So ist mal schnell alles weg. Auch weg. Ich hoffe, dass der es nicht alles verbraten hat. Weil ich muss ja jetzt dann hier erstmal alles austauschen. Dann habe ich hier die. Dann habe ich hier die. Der eine ist schon fertig. Das heißt, ich brauche jetzt davon nochmal 3. Die gehen da rein. So, du gehst hier runter und der nächste Strommast setzt da an. Perfekt. Dann haben wir jetzt den, der kommt hier hin, wird kopiert. Durch Compressed Stone ersetzt. Dann, oh Gott, ich habe nur noch 20 Bänder. So, Mining Speed. Jetzt hätte ich gesagt, mache ich Crafting Speed. Ne. Reach. Muss nicht komplett übertreiben. Ich hätte gerne bitte ein Mitfahrgelegenheit, so Art Transportwesen. Personentransport. Ohne dass ich Auto fahre. Als Personenwagen am Zug oder so. Das Einsteigen, dass du nicht im Bahnhof auffällst, wenn du jetzt dort bist, wirst automatisch beim nächsten Bahnhof rausgeschmissen. Weiß ich, gibt's so einen Mod? Wenn ja, lass mal rein. Ich sehe gerade, ich habe da Bänder drin.
So, das heißt jetzt haben wir 500. Auch wieder Zahnräder. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt alles schaffe. Man wird halt durch Kleinigkeiten immer ausgebremst, ne? Wie zum Beispiel, man hat keine meine Bänder mehr. Man wird noch mehr ausgebremst, wenn man dann nicht das macht, für was man eigentlich da ist. Komm, hau alle 450 rein. Ich brauche so viel wie es geht und hole nochmal Zahnräder. Mein größtes Problem wird eigentlich sein, ne? Ja, ich habe noch. Ich habe jetzt noch 500. Das heißt jetzt für mich, ich setze die mal da an. So, dann habe ich nämlich die Möglichkeit, dass ich hier auch Zahnräder produzieren kann. So, rein damit. Jetzt gerade egal. Auch Zahnräder. Was ist mir das? Ich kann sie ja die ganze Zeit in der Hand craften, aber wäre ja Schwachsinn. So, 103 Stück habe ich. Dann hauen wir die nächsten 500 rein. So, wie viel von dir kann ich machen? Zwei können schon weg. Natürlich habe ich noch Erzförderer, die wo ich bräuchte. Nicht gemacht und nicht geholt. Warum sollte ich auch? Aber ist jetzt auch, glaube ich, nicht so wichtig, ob ich. Weil Kupfer wird sowieso. Ja, okay, ich baue es halt ab. Genau. Und die Kohle geht ja gleich nach oben. Genau, und das wird ja sozusagen unterbrochen. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Ich brauche jetzt hier auf jeden Fall nochmal. Mach mir mindestens nochmal 5. Wobei es wird nicht reichen. So, ich hätte jetzt gesagt, du kommst mal dahin, weil ich brauche ich doch öfters. Dann da noch mal 10. So, Movement Speed, Crafting Speed, Movement Speed. Ne, die sind einfach nur teurer, weil das die besseren sind. Weil ich sehe gerade, es gibt danach keine mehr. Also auf jeden Fall auf der Ebene. Es gibt es jetzt dann nur noch auf, oder? Doch. Basic Movement Speed, klar. 300, 450. Und dann sogar noch mal 600. Okay. Sind es insgesamt nur 4 Stück? Reichweite? Mining? Crafting? Laufen. Könnte sein. So. Dann Würfel von... Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Tue ich die auch komprimiert nach oben schicken? Eigentlich nicht, ne? Ja, es ist ja eigentlich fast Schwachsinn, was ich gerade mache, weil
Wenn ich jetzt dann hier reingehe. Ja, außer ich gehe jetzt dann nach oben und sage, okay, auf dem Band wirst du ausgelegt. Also macht auf Weitstrecken mehr Sinn als hier. Du gehst auf jeden Fall mal rein. So, und du kommst da auch noch hin. So, das heißt, ich mache es jetzt so. Dann kopieren. Das heißt jetzt ab wird Kohle sein und oh, leider nein, kann ich nicht kopieren und rechts muss die Kohle hin und zwar links rechts. Perfekt. Dann ist wenigstens die Linie und die Linie komplett drin. Okay. Dann brauche ich auf jeden Fall hier 4 Stück. So, und der kommt dann weg. Weiter dann in die Hauptlinie hochgeht. Dann hätte ich gesagt, dich tausche ich aus. Mach mir noch mal einen. Und ich muss auf jeden Fall den ersten Pfad auch schnell machen. Aber dann arbeiten die jetzt nämlich alle auch sauber und brav. Ja, ich habe noch keine blauen. Kann jetzt mal gucken. Da ist schon wieder einer weg. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, dass ich die Kohle wieder nach oben anschließe. Sonst geht mir irgendwann der Strom aus. Steine an muss ich auch noch anschließen. So, hätte ich mal gesagt, nehme ich mal gleich 4 Stück mit. Ja, fangen wir mit dem Crafting Speed an.
So, Sulfur muss ich anschließen. Ich brauche Motoren und ich brauche das da. Okay. 52 habe ich fertig. 815 reinschmeißen. Da die Hälfte reinschmeißen. Da was rausnehmen. Da ist nichts drin. Okay. Das sind ja schon mal 29. Was brauche ich für die Motoren? 65 habe ich Stahl. So, das da auch rein. So, das heißt, ich brauche jetzt nur noch Sulfur. Sulfur stelle ich her wie? Herstellung. Das mache ich in der Chemiefabrik mit Flüssiggas und Wasser. Das wird jetzt mein Problem sein, dass ich Wasser brauche. Dann hätte ich gesagt, ich brauche Pumptech 3. Chemiewerk, Chemiewerk, das kann ich gleich bauen. Okay, Wasser ist auf jeden Fall in der Nähe. Dann hätte ich auch gesagt, ich baue noch mal eine zweite Ölraffinerie. Okay, die Ölraffinerie kommt hierhin. Weg. Weil da oben brauche ich, die brauche ich nicht mehr, die brauche ich nicht. Da brauche ich Kohle. So, in der Zeit baue ich noch mal zwei Pumpen. Das sind Plastikpipes, okay. Plastik hält besser als Stahl. Ja, gutes Plastik. So, bis der fertig ist. Okay. Dann hätte ich gesagt, bauen wir nochmal Lagertank. Und ist der erste fertig? Nein, jetzt ist er fertig. Oh. Ich merke da gerade was. Ich baue da mal eine ab. Upsila. Dampfmaschine 2. Was habe ich hier stehen? Dampfmaschine 1. Hoffe, dass ich die alle schaffe. Bevor mal irgendwas ausgeht.
Davon kann ich auf jeden Fall auch einen bauen. Nein, da kann ich sogar zwei bauen, weil da habe ich noch einen einstecken. So, und dann hätte ich gesagt, wir stellen uns mal gleich hin und tun die Heizkessel auch mit austauschen. Kann ich da zwei bauen? Das heißt, wir brauchen jetzt noch vier davon. Merke gerade, was das Langsamkeit Vorteile hat. Weil mein Crafting ist schneller als. Und ich habe gesagt, ne, ich sollte mal die Kohle nochmal anschließen. Schon ist sie leer. So, ich mach's erstmal provisorisch. Jetzt weiß ich auch, warum das ich Stromprobleme habe. Klar, wenn vier schon mal ausfallen. Bis zwei habe ich noch. Zwei kann ich noch bauen. Und davon brauche ich auch noch zwei. So, dann müsste jetzt gleich Kohle ankommen. Wie gesagt, Not deswegen auch, ne, die Notfall. Hier. Ja, aber man sieht schon. Nein, man sieht nichts. So geht da. Der haut nichts raus. Okay, also kopiere den doch wieder. Oh, ja, jetzt geht's nicht mehr, weil ich keinen Strom mehr habe. Haha. Okay. Aber dafür haben wir den ja. So, kommt es da wieder was? Nö. Ja, klar, war ich hier wieder. Nee, ich habe wieder links, rechts vergessen. Und ich hätte gesagt, Stein schließe ich gar nicht mehr erst an. Das macht dann alles die Bahn. Ob die bei mir auch ständig zu spät kommt? Ist leer, ist leer, ist leer, ist leer. Perfekt. Stein ist abgeschlossen. Kann ich löschen. Zweimal drücken. Weg. So. Und die nächsten zwei sind auch wieder weg. Okay, das heißt, wir haben jetzt oben die Kohle angeschlossen. Die Dampfmaschine mache ich noch.
Hier wird nicht gepfuscht am Bau. Also ich kann jetzt noch eine bauen oder ich muss jetzt noch eine bauen. So, und das heißt jetzt Leistungsabgabe 600. Also machen wir 21 Megawatt. 8 Megawatt brauchen wir. Ja, wie gesagt, Kohle ist angeschlossen. Kohle kommt auch wieder an. Perfekt. Da hänge ich sogar mal schon die rote dran. Und wie wir dann das Sulfur machen, das machen wir das nächste Mal. Da habe ich schon angefangen mit dem Aufbau. Die Pumpe ist auch noch fertig. Die hängen wir auch noch schnell dran. Beziehungsweise den Tank auch noch. Ja. Danke. So, jetzt passt hier nämlich das Doppelte rein. Super. Genau. Dann Fragen und Anregungen wie immer in die Kommentare. Ich freue mich auf jede und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.